Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich willkommen zurück zu dem Rise of the Ronin. Wir stehen hier vor unserem Freudenhaus mit unserer, ich will nicht sagen Ex-Freundin, aber so wie sie sich benommen hat, da hinten steht sie, so wie sie sich benommen hat in der letzten Aufnahmesession, holla die Kackfee. Also, die hat ja so getan, als ob die uns nicht kennt. Was soll ich sagen? Das Spiel erkennt wahrscheinlich nicht, dass wir zusammen sind. Und die Mission hat es halt, oder die Aufgabe, diese Quest, die hat uns halt dahin geführt. Was soll ich sagen? Ich bin selber schuld, wenn ich mich mit einer Prosti einlasse. Aber ich finde sie immer noch toll. Ich werde sie jetzt nicht verlassen, deswegen. Was ist das da hinten? Was ist das hier? Was? Wie konnte das nur passieren? Was? Bitte, kann mir jemand helfen? Aber natürlich, ich bin sofort bei dir. Was? Ah, nee, ist das die was ins Wasser fallen gelassen hat? Mir ist etwas sehr Kostbares ins Wasser gefallen. Aber ich kann nicht schwimmen. Ja. Würdest du es bitte für mich wieder beschaffen? Nein, eigentlich nicht, weil ich das schon mal gemacht habe. Ja, komm. Wo ist es denn? War das nicht hier irgendwo? Doch, andere Richtung? Da ist es doch schon. Ein Eiben Koboku. Ich frage mich, warum man diese Dinger immer wieder machen kann. Das ist doch unsinnig. Du hast es gefunden. Ja. Oh, vielen Dank. Natürlich. Hier, das möchte ich dir geben. Was ist es? Sag es mir. Trainingsbekleidung. Ein Oban. Und ungefilterter Sake. Ungefiltert. Das ist ja ein Traum. Was haben wir noch bekommen? Irgendeine Waffe, glaube ich. Was war es hier? Ne, das ist die wir schon hatten. Ich sehe aber keine, die besser ist. Okay, da haben wir... Ein Stirnband. Stirnband des Kriegers. Ja, komm. Es ist besser. Oh, das sieht so cool aus. Ich würde das gerne anziehen, aber... Oder den hier. Oder das hier. Aber das hier ist halt stärker. Andere Kleidungsstücke haben wir jetzt nicht bekommen. Okay. So sehen wir also jetzt aktuell aus. Sehr adrett. Ich finde das super. Hier haben wir eine Mission aktiviert beim letzten Mal. Ines Sorgen. Ine behandelt eine Choleraerkrankte und hat etwas auf dem Herzen. Oh ja, wir müssen diese ganzen Fotos noch abgeben. Das mache ich. Aber erstmal die Crackpfeife und ab dafür. So, der Baum steht im Weg. Mal gucken, was die gute Ine von ihm möchte. Choleraerkrankte. Können die jetzt heilen? Oh. Oh, hallo. Hi. Erzähl mir, was los ist. Vielen Dank für deine Hilfe neulich. Sehr gerne. Ich habe gerade berichtet, dass ich endlich Zitronen habe. Von Mr. Fortune. Ja, ja, ich weiß. Dank ihm konnte ich meinen Patienten etwas Zitronensaft geben. Das war der Plan. Der Saft kann Cholera natürlich nicht heilen. Er gibt den Kranken nur einen Teil der Flüssigkeit zurück, die sie verloren haben. Das stimmt. Wir suchen weiter nach einem Heilmittel. Ich habe schon überall nach Anhaltspunkten gesucht, aber... Bisher ohne Erfolg. Okay, hast du nicht schon genug Informationen? Klingt, als kämst du nicht weiter. Ja. Ich stecke bedauerlicherweise fest. Nicht gut. Uns fehlen schlichtweg die nötigen Informationen. Was brauchst du? Würde ich an medizinische Schriften aus dem Westen kommen, könnte ich vielleicht neue Erkenntnisse gewinnen. Ja. Wenn dem so ist... Dann lass es uns bei der britischen Gesandtschaft versuchen. Warum dort? Oreo, du willst doch nicht etwa... Oreo. Ja, ich weiß.
Stehlen ist Unrecht. Aber wir haben keine Wahl. Dr. Ine scheint bereit zu sein, das Risiko einzugehen. Also, ich habe im Gefängnis ein paar Gerüchte aufgeschnappt. Ein Beamter des Shogunats hat wohl angeblich eine Büchersammlung von den Europäern beschlagnahmt. So. Und sie wurde zur britischen Gesandtschaft gebracht, wo alle beschlagnahmten Güter gelagert werden. Auch wenn der Wiederaufbau nach dem Feuer noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Die britische Gesandtschaft. Ich wage zu bezweifeln, dass sie uns die Bücher freiwillig geben, wenn wir danach fragen. Nun, es ist unsere einzige Hoffnung. Also bin ich dabei. Was ist mit dir? Hilfst du uns? Was glaubst du denn? Ja, ich muss mich erst vorbereiten. Nein, wir helfen natürlich gerne. Vielen Dank. Ich werde mich bei dir dafür revanchieren. Also dann, wollen wir? Let's go. Wir machen das. Wir wollen ja die Cholera heilen, Freunde. Das muss doch möglich sein. Es muss. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber bitte vergieße möglichst kein Blut. Oh. Ich möchte nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Ich soll also kein Blut ver... Immer diese Luschen. Verwende deine bloßen Hände, ein hölzernes Schwert oder andere nicht tödliche Trainingswaffen, um Gegner zu besiegen. Ohne sie zu töten. Wenn du Gnade zeigst, wird das deine Verbündeten dazu veranlassen. Keine Ahnung. Haben wir denn ein Holzschwert? Nein, aber nicht, ne? Schade eigentlich. Wo sind denn meine Holzschwerter hin? Ich hatte doch mal Holzschwert. Habe ich die verkauft oder zerstört oder sonst irgendwas? Bajonett eines Ranges. Ich wollte schon Rangers sagen. Ja, wir haben keine Holzschwerter, wie es aussieht. Ist nicht schlimm. Wir machen die auch mit bloßen Händen fertig. Wir sind ja dazu ausgebildet worden. Wir sind eine Tötungsmaschine. Egal, was wir nutzen. Hände, Füße, Haare. Wir vernichten einfach alles und jeden. Das ist unsere große Stärke. So, ist jetzt die Frage, wie komme ich jetzt hier da? Kann mich irgendjemand sehen? Moment, ich guck mal gerade. Hier ist niemand in der Nähe. Bis auf sie. Aber das ist okay. Die brauchen wir ja gerade nicht. Was haben wir denn da oben? Da komme ich nicht hoch. Was ist denn da oben? Oh, da ist eine Kiste. Okay. Ist jetzt die Frage, wie komme ich da an die Kiste ran? Hier gibt es keinen Weg hoch. Oh. Doch, den gibt es wohl. Habe ich nur übersehen. So, öffnen. Sammle die westlichen Texte. Kleine Medizinflasche erhalten. Irgendeine Art Medizin. Bringen wir es Dr. Narasaki. Dann kann er es sich anschauen. Den habe ich gar nicht gesehen. Hauptsache, du stirbst nicht. Wo sind die andere? Mann, warum muss es auch so dunkel sein? Okay, das Timing stimmt gerade nicht. Überhaupt nicht. Das war der erste. Na
Ganz genau. Hast du gesehen? Hast du das gesehen, Ine? Ich habe niemanden gekillt. Oh, was war das? Ja! Sehr wohl, sehr wohl, sehr wohl. 60 Meter in diese Richtung. Ja, wir machen mal. Oh, hier ist auch eine Stadtstruhe. Eine Stadtstruhe. Okay. Gehen wir doch lieber andersrum. Damit wir die Schatztruhe nicht übersehen. Die sich hier irgendwo befindet. Wo war die jetzt? Hier. Markierung. Das hat ihn aber jetzt nicht gekillt, oder? Nein, er bewegt sich noch. Ich hatte gerade Angst. So, den Vollkaracho und unseren wunderschönen Beinen vernichten wir einfach alles und jeden. Hier ist die Kiste, sehr gut. Zeig mal, was du hast. Vielleicht ein Holzschwert? Nein, aber dafür ein Seidenhut des Beamten. Toll. Ganz toll. Ja, dann muss ich wohl irgendwie dorthin. Kriegen wir hin. Die sind jetzt nicht die allerbesten Kämpfer, wie es aussieht. Shit. Das war besser. Ine, na, hat dir das gefallen? Wie ich die hier zerlege? Mit bloßen Händen? Nein, nein, nein. Mit bloßen Händen irgendwie, das Timing ist da anders, habe ich das Gefühl. Ein bisschen. Nicht gut, nicht gut. Kommt her. Na geht doch. Da kommt noch einer. Mhm. Ich könnte ihn im Vollsprint erwischen. Das hat nicht so gut geklappt. Brennende Schwerter? Das ist aber unfair. Stirb! Wobei, nein, stirb nicht. Leg dich einfach hin. Winterhandschuhe. Warum hat er Winterhandschuhe dabei? Das muss mir mal einer erklären. Okay, 30 Meter in diese Richtung müssen wir also hin. Dachte ich bis gerade eben. Ne, ist richtig. Das ist das Suchgebiet. Wo ist Lückiste? Wo ist die Kiste? Siehst du die Kiste? Ist das die Kiste da hinten? Ist das die Kiste? Ja, ne? Ja, muss die Kiste sein. Okay. Was gibt's hier?
botanische Illustration. Pflanze in dieser Zeichnung hier. Hm. Behandlung von Bedeutung ist. Damit tötet man Leute, das ist nicht gut. Ja, das ist gut. Flammenende. Ich hoffe nur, der ist nicht tot. So, wir sind wieder im Gebiet und ich habe das Gefühl... Da ist die Kiste. Westlicher Text über Medizin. Ein solches Medizinbuch habe ich noch nie zuvor gesehen. Hoffen wir mal, dass es hilfreiche Informationen enthält. Das hoffe ich doch auch. Ich frage mich, was es hier sonst noch gibt. Aber fürs Erste sollte das reichen. Komm. Was meinst du damit? Lass uns gehen. Was es hier sonst noch so gibt? Was soll es denn hier geben? Kann ich hier nicht abhauen? Hier haben wir schon alle vermöbelt. Dann haben wir freie Beine. Freie Bahn. Gibt's da nicht. Das ging schnell. So, jetzt hauen wir aber ab. Liebe Ine. Komm mit. Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich hier raus? Ist das der Weg? Ja, das sieht richtig aus. Ja. Erstmal Banner hissen. Fertigkeitspunkt bekommen. Klasse. Oh, da hinten ist was. Ansonsten sehe ich nichts. Es ist auch extrem dunkel, muss ich sagen. Ich hoffe, man sieht was. What the fuck? Wer seid ihr denn? Diebstahl ist nicht gerade deine Stärke. Kann das sein? Ah. Ich dachte gerade, dass etwas Unterhaltung schön wäre. Ich wäre schon fast vor Langeweile eingeschlafen. Wachen. Sie haben uns wohl die ganze Zeit beobachtet. Ich erledige sie. Versteck dich. In Ordnung. Bitte, sei vorsichtig. Natürlich. Immer. Wir sind immer vorsichtig. Und auch die werde ich nicht umbringen. So, du allein gegen... Das lasse ich dir. Gib alles! Spaß ist uns nicht mehr vorbei! Macht euch bereit! Alter! Nein, ich hab die Kamera ausgerüstet! Das tut weh! Ja, wir sind gleich tot. Gegen zwei ist auch echt unfair. Vor allem ohne Waffen. Aber wir sind ein Meister. Das gibt's doch nicht. Was geht denn mit dem Sound? Aber was ist das für ein Rauch? Nein. So ganz ohne Waffen ist schwierig. Hat sie da gerade Gift auf die geworfen? Okay, den ersten haben wir, glaube ich. Das lief. Semi-gut. Aber das kriegen wir hin.
Ja, ist halt schwierig ohne Waffen. Leute. Kriegen wir aber jetzt hin. Ich dachte, die kann man vielleicht im Stealth. Wach. Ey, versteck dich. Wir bleiben dabei. In Ordnung. Ich töte dich. Ja, ja, töte mich. Du allein gegen uns. Ich wüsste, das lasst ihr. Wir wurden im Auftrag, diesen Ort hier zu bewachen. Und das werden wir. Mach uns bereit! Alter, der Sound. Was ist denn mit dem Sound los wieder? Das Problem habe ich in letzter Zeit öfter. Boah, ist das ätzend. Okay. Ja, Moment. Ich muss den Scheiß nehmen. Was ist mit dem Sound los? Warum passiert das? Hallo? Die ganze Zeit lief es doch ganz gut. Und jetzt plötzlich kommt mir der Sound so um die Ecke. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, woran das liegt. Ich bin sofort wieder da. Ich glaube, meine CPU ist ein bisschen ausgelastet. Ein bisschen übertrieben. Ich muss gleich mal schauen, woran das liegt. Es könnte sein, dass es wiederkommt. Aber ich hoffe, dass ich die Beine hier erwische. Wohl eher nicht. Nein. Warum? Warum will diese Olle, dass ich niemanden umbringe? Ich meine, klar. Sie ist Ärztin. So, geht das jetzt? Das war knapp. Ine, ich verfluche dich dafür. Ich mach den falschen Zeitpunkt all the time. Wie langweilig. Jetzt bin ich ja noch kräftiger als vor dem Kampf. Scheiße, Mann. Alter, der hat so komische Angriffsmuster. Normalerweise müsste ich den zerlegen. Aber nur mit meinen bloßen Fäusten gegen diesen Riesen. Voll die nervigen Gegner. Aber gut, wir kriegen das hin. Versteck dich. In Ordnung. Und wirf dein Gemüse. Bitte, sei vorsichtig. Natürlich. Ich war auch abgelenkt wegen den Audioaussetzern. Natürlich, das war der Hauptgrund. Ich weiß. So, erstmal ihn hier. Oh. Macht euch bereit. Lasst uns keine Wahl. Was ist das für ein Rauch? Komm schon.
Nicht mehr lang. Jetzt kommt natürlich der Dicke. Ich habe einfach seine Angriffe, kann ich nicht einschätzen. Der hat teilweise so eine Verzögerung drin. Und manchmal halt gar nicht. Ich könnte kotzen. Boah, ist das ein ekelhafter Gegner. Ich gehe erstmal auf ihn. Scheiß auf den anderen. Ich gehe erstmal auf ihn. Junge, wie kann er mich so aufregen? Oh, ist das nervig. Versteck dich. Wo ist der Dicke? So du. Komm her, Vivi, so du als Maul. Ich kann auch den hier machen, oder? Merke ich gerade, das tötet ihn ja nicht. Lässt uns keine Wahl, Alter. Die haben aber gar keine Chance hier gerade. Das war ein Speedrun. Speedrun, Freunde. Ich war aber auch sauer. Sehr sauer. Ja? Ich gebe zu, ich war einen Moment lang ziemlich besorgt. Aber jetzt könnten wir endlich Fortschritte machen. Das hoffe ich sehr. Danke, dass du nicht unnötig Blut vergossen hast. Ich wusste, ich kann dir vertrauen. Mal scheiße, aber... Viel, aber bitte nimm's. Nur ein kleines Zeichen meines Dankes. Was ist es? Ihr seid doch beide vollkommen verrückt. Eine Ärztin, die sich fast umbringen lässt. Wo um alles in der Welt soll das nur enden? In Mord und Totschlag. Ach ja. Ich habe das, was ihr mitgebracht habt, mal genauer untersucht. Ich glaube, dass es China-Rinde sein könnte. Ein natürliches Heilmittel gegen Fieber. China-Rinde. Hilft es denn auch bei Cholera? Nun, aus China-Rinde kann man sogenanntes Chinin gewinnen. Eine Substanz, die angeblich einige der Cholera-Symptome lindern kann. Aber nur lindern. Ich war schon am Verzweifeln. Doch damit könnten wir Erfolg haben. Mhm. Wir müssen es versuchen. Das müssen wir. Let's go. Chinin ist ein wirksames Heilmittel, aber deswegen auch umso gefährlicher. Wenn wir uns nicht vorsehen, fügen wir unseren Patienten noch mehr Leid zu. Dann werden wir eben vorsichtig sein. Wenn es auch nur die geringste Hoffnung gibt, ihre Schmerzen zu lindern, dann müssen wir diese Gelegenheit ergreifen. Das müssen wir. Bestimmt steht in den Büchern, die wir gestohlen haben, noch mehr. Ich bin sicher, dass wir etwas erreichen können. Sie muss noch betonen, dass sie gestohlen sind. Ich möchte auch helfen, Dr. Ine. In Japan habe ich solche medizinischen Schriften noch nie gesehen. Mhm. Mein Vater und ich werden sie mit der größten Sorgfalt durchforsten. Gut. Ich danke euch beiden vielmals. Ich hoffe, dass ich mich auch auf dich verlassen kann. Deine Hilfe könnte bei der Rettung von Menschenleben entscheidend sein. Ich gebe mein Bestes. Auch wenn ich schon gefühlte 100 Millionen Leute umgebracht habe, aber hey. Importiertes Buch. Nice. Stufenaufstieg, Fertigkeitspunkt, klasse. Haben wir genug Punkte? Moment, ich guck mal. Ich muss ja erstmal hier die hier ausrüsten, ne? Ist ja wohl klar. War es das hier? Okuni Schwertpaar? Ist es das? Muss ja, ne? Andere Schwertpaare haben wir ja gar nicht. Und unsere dicke Klinge. Wo ist sie? 466. Etwas Besseres haben wir hier nicht, glaube ich. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ein Bogen, eine Pistole haben wir bekommen, aber Gewehr
Aber nicht. Das ist noch optimal eingestellt. Perfekt. Und jetzt die Attribute. Die Attribute von Panem. Keine Ahnung, wo das herkommt. Auffüllen. Erhöht die Anzahl an aufgefüllten Shuriken. Verbesserte Leistung Wurfbomben. Alles Sachen, die wir überhaupt nicht nutzen. Vielleicht können wir hier mehr nutzen von... Oh, hier ist einiges. Verbesserte Verbündete. Verringert den Schaden, den nicht kontrollierte Verbündete erleiden. Ja, let's go. Erhöht Münzgewinnung von Gegnern. Auch das gefällt mir. Und... Redekunst überzeugen. 3 von 3. Das war's, was ich brauchte. Leidenswelle. Fügt Gegnern in der Nähe Elementarschaden zu, wenn bei einem Gegner ein negativer Statuseffekt durch einen Elementarangriff ausgelöst wird. Oh. Passiert sehr selten. Erhöht den Effekt von Gegenständen, die deine Attribute erhöhen. Das schon eher. So, wir haben keine Punkte mehr. Außer hier vielleicht noch. Erhöht die Anzahl an aufgefüllten Shuriken. Ja, komm. Dann haben wir das auch. Klasse. Du wirst in Edo-Anwesen des Satsuma-Clans erwartet. Das ist schön, dass ich erwartet werde, aber... Ich muss erstmal schauen, was das hier... Binde zu Ine Kusumoto stärken. Oh. Ja, das hoffe ich doch, dass wir das hinbekommen. Was ist denn hier los? Das Säuseln des Kanda. Hier müsste ich ja eigentlich mal hin, ne? Ja, weißt du was, das machen wir. Wir wollen erstmal hier hin, dann hole ich mir... Die Militärakademie haben wir schon angeguckt. Warum habe ich den ganzen anderen Stuff nicht mitgenommen? Ja, zum Schmied müssten wir eigentlich auch, ne? Okay, also erstmal holen wir uns Le Foto. Und dafür brauche ich Le Pferd. Ich hoffe, diese Audio-Aussetzer kommen nicht mehr, aber ich sollte es vielleicht auch nicht laut sagen. Oh, ist das schön hier. Endlich nicht mehr ganz so dunkel. Was war das? Moment, ist hier auch so ein Ding, was ich aktivieren kann? Das ist doch schon aktiviert. Aus dem Weg, Pöbel. So, okay. Wir holen uns erstmal das Fotomotiv. Was auch immer wir da fotografieren sollen. Aber ich möchte ja sowieso zurück zum Fotoatelier und das passt ja ganz gut. Was ist das denn hier? Okay. Was soll ich fotografieren? Ich sehe jetzt gerade nicht, was es sein soll. Moment, was? Hier steht doch immer dran, was man machen soll. Details. Schieße am Ufer des Kanda ein Foto von dem kleinen Wasserlauf. Von dem kleinen Wasserlauf. Okay. Den da? Wahrscheinlich. Ich probier's. Oh, hier ist es. Bitte sehr. Das Säuseln des Kanda. Klasse. Das hat dem guten Felix natürlich gefallen. Selbstverständlich. So. Ich bin immer noch bei Elden Ring. Ich denke, unser Pferd kann Doppelsprung machen. Kann es nicht. Kann es nicht. Moment, komme ich hier überhaupt rein? Das war's. Ich komme hier gar nicht rein, deswegen. Ich hab's vergessen. Ja, okay. Dann ist das so. Irgendwann kommen wir hier mit Sicherheit rein in die Militär Academy. Ich gehe mal davon aus, wenn wir das hier, wenn wir diese Bindung zu Ine gestärkt haben. Aber wie mache ich das? Kann ich mit dir reden? Und dir Geschenke geben? Ine, ich habe Geschenke für dich.
Wo bist du? Hol die Maid, da ist sie doch schon. Oh. Guten Tag. Worüber? Was? Wie worüber? Lass uns reden. Nur wir beide. Ich hab was für dich. Pass mal auf. Da du ja so eine Leseratte, will ich nicht sagen, Lesemaus bist. Eibenkoboko. Milchschokolade. Mit Schokolade kriegt man sie alle. Westliche Texte über Medizin. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Wie geht mir das hier? Und zwar beides. Ach, wie wunderbar. So bin ich. Lass uns reden. Können wir jetzt reden? Du kommst genau richtig. Ich wollte dich gerade suchen. Ich möchte dir nämlich etwas sagen. Was denn? Ich will mich nur für all deine Hilfsbereitschaft bedanken. Du hast mir viel mehr geholfen, als dir überhaupt bewusst ist. Mhm. Das ist auch schon alles. Möchtest du mir noch etwas sagen? Ich wollte nur dein Gesicht sehen. Kann ich in diesem Augenblick etwas für dich tun? Also, das darf ich nicht sagen. Ich habe eine Freundin. Hier. Ich brauche gerade keine Hilfe, aber ich weiß, den Gedanken zu würdigen. Aber natürlich. Es ist meine Pflicht, mich um diese Patienten zu kümmern. Meine allein. Ja, natürlich. Weißt du, im Westen wurden eine Menge Leben geopfert. Allesamt im Namen des medizinischen Fortschrittes. Diesen Opfern schulde ich es, meine Pflicht nach bestem Gewissen zu erfüllen. Und genau das tust du. Genau wie du ununterbrochen weiterkämpfst. Ich bin froh, dass du deine Pflicht wohl genauso ernst nimmst. Schon immer. Komm ich gerne wieder besuchen, wenn du magst. Oh, und lass mich wissen, wenn ich je etwas für dich tun kann. Ich muss mich schließlich noch revanchieren. Mhm. Bitte mich nur nicht darum, irgendjemanden zu töten. Erhalt eine Geste. Verneigung. Oh, wir haben unsere Stufe erhöht. Wir können jetzt mit dir reden. Geil. Okay, machen wir direkt. Hallo. Hi. Verzeih, dass die Gesuche nicht abreißen. Hm, ist nicht schlimm. Aber ich brauche noch einmal deine Hilfe. Mhm. Erinnerst du dich noch an das, was ich über Chinin gesagt habe? Nein, das ist zu lange her. Seitdem habe ich etliche medizinische Schriften durchsucht. Und bin nun überzeugt, dass Chinin das Leid von Cholera-Kranken lindern etliche, kann. Etliche, etliche. Ich habe sie seit es einer Minute nicht gesehen. Es wird die Cholera selbst nicht verhindern können, bedauerlicherweise. Aber es wird zumindest die Schmerzen der Patienten lindern. Okay, immerhin. Und deshalb brauche ich noch mehr Chinin. Hm. Ich habe mich überall umgehört, allerdings ohne Erfolg. Ja, und wo gibt's das? Bist du nicht bereit, dafür zu bezahlen? Fortune könnte für uns China-Rindenbäume pflanzen. Die guten alten China-Rindenbäume. Das stimmt. Immerhin hätten wir so stets Nachschub. Mhm. Aber während wir darauf warten, dass die Bäume wachsen, werden unsere Patienten weiter leiden. Wir brauchen eine schnellere Lösung. Wir müssen welche klauen. Und deshalb brauche ich deine Hilfe. Ich habe Gerüchte über einen Händler gehört, der China-Rinde am Fluss bei Mifunakura verkaufen soll. Mhm. Ehrlich gesagt klingt das etwas dubios. Aber es ist unsere einzige Spur. Würdest du diesen Händler für mich ausfindig machen? Selbstverständlich. Ich brauche mehr Informationen für die Suche erstmal. Aber na, ich bin so schnell wie möglich zurück. Danke. Wir kümmern uns. Nochmal. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Aber gute Ine, natürlich kannst du das. Okay, cool. Das heißt, wir machen uns jetzt auf Le Weg. Zu dem Kollegen. Was zum Henker war das? So. Bring mich mal kurz zu dem Händler, der angeblich dieses Zeug verkauft. Mal gucken, ob das der Wahrheit entspricht. Das schaue ich mir natürlich an. Und auf dem Weg sammeln wir natürlich allerlei Zeugs. Ich muss ja nicht immer schnell Reisen machen. Ne? Wir wollen ja auch mal die Aussicht genießen hier. Diese wunderschöne. Auch wenn wir das schon alles gesehen haben, glaube ich. Und da hinten ist schon der Händler. In diesem Laden wurden angeblich öfter zwielichtige Gestalten gesehen. Oh, so,
Finde den China-Rinde-Verkäufer. Wo ist er? Selbst wenn es das wäre. Wir könnten uns totarbeiten. Und wir würden es uns doch niemals leisten können. Ist etwa dieser... Da ist der miese Unhold. Bestraft ihn! Wie komme ich nochmal runter vom Pferd, Alter? Du wirst vernichtet! Mal Konter. Ist der Typ, den wir retten sollten, tot? Es ist auf jeden Fall niemand da, von dem wir eine Belohnung bekommen. Von daher gehe ich davon aus, dass er tot ist. Es tut mir leid. Okay. Wo ist der Verkäufer? In was für einem Radius könnte er sein? Okay, ist nicht so weit. Woran erkenne ich den überhaupt? Wir sind schon nicht mehr im Gebiet. Dann überfliegen wir das Ganze doch mal. Der? Ich meine, ich habe ja keine Ahnung, wie der aussieht. Finde den China-Rinde-Verkäufer. Das ist die einzige Information, die ich habe. Vielleicht ist er hier an der Küste. Nein, wir sind schon wieder raus aus dem Gebiet. Tolle Wurst. Ich wollte gerade fragen. Ich frage mal jemanden. Du bist es. Hä? Was? Ist er der? Dass wir uns ausgerechnet hier begegnen. Okay. Was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach einem zwielichtigen Händler. Irgendjemand hat hier in letzter Zeit Medizin von fraglicher Qualität verkauft. Ich verstehe. Lass mich raten. Du suchst dieselbe Person wie ich? Richtig. Wie ich höre, wirst du in letzter Zeit häufiger in der Ärzteschule gesehen. Könnte es damit zu tun haben? Woher hörst du das? Verstehe. Wenn dem so ist, wollen wir uns dann bei der Suche zusammentun? Hier lungern eine Menge Tunichtgute herum, die auf Ärger aus sind. Mhm. Mit dir an meiner Seite würde ich mich deutlich wohler fühlen. Verstehe gar nicht, warum. Einen Moment. Nein, lass uns gehen. Wir wollen ihn finden. Das rechne ich dir hoch an. Also los. Schmieden wir das Eisen, solange es noch heiß ist. Let's go. Hier fliegt wieder irgendwas im Raum. Ich denke, ab Raum hier sollten wir lieber schwimmen. Was? Es ist zwar ein wenig anstrengend, aber wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Schwimmen. Dein Ernst? Okay. Dann schwimmen wir. Wenn du meinst, das hilft. Und wohin soll ich schwimmen? Wahrscheinlich hier so, ne? Hallo? Was? Was kann er denn da nicht hin?
Kann ich hier durch die Tür öffnen? Oh, das geht. Sehr gut. Nein. Nein. Scheiße. Ich will ja keine Aufmerksamkeit erregen. Wir haben uns schon längst gesehen. Komm ich hier hoch? Keine Aufmerksamkeit erregen und so ein Scheiß. Lass mich in Ruhe mit sowas. Hier, der ist ja direkt schon vor mir. Komm schon! Aufmerksamkeit. Da hätte ich genauso gut auch da durchrennen können. Müssten wir uns nicht nass machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ich muss jetzt hier weg. Wir gehen jetzt mal hier lang.